Die Präsenzerkennung ist ein sehr interessantes Thema und viele von euch werden wahrscheinlich ganz normal die Präsenzmelder von Luxon benutzen oder vielleicht noch zusätzlich Bewegungsmelder von anderen Anbietern. Luxon hat aber ein bisschen weiter gedacht und hat den Präsenzbaustein entwickelt, mit dem es sich dann relativ einfach machen lässt, dass du halt irgendwie ein Signal an diesen Baustein setzt und der dann deine Präsenz aktiviert oder halt verlängert. Das ist halt ein super cooler Baustein, den werden wir uns heute mal anschauen, was man damit alles machen kann, wie der funktioniert und wie wir den bestücken. Und dann am Ende des Tages liegt es natürlich an dir, was du da anschließt und wie du dir deine Präsenz zu Hause konfigurierst. Und nach dem Intro geht's los. In der Luxon-Config angekommen, können wir dann über F5 einen Baustein suchen. Und zwar suchen wir hier jetzt nach dem Präsenzbaustein. Man müsste richtig schreiben können. So, da ist er. Und dann können wir den einfach hier rüberziehen. Wenn wir den ablegen, geht ein Fenster auf, wo wir dann direkt Luxon-Produkte benutzen können, um die Präsenz zu erkennen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen, ich habe zum Beispiel den Bewegungsmelder im Schlafzimmer schon drin, als auch den Bewegungsmelder im Flur, den habe ich schon zugeordnet und ich habe dann hier Präsenzbausteine, das seht ihr hier dran. Ich könnte die jetzt zum Beispiel benutzen, um jetzt in dem Raum YouTube zum Beispiel die Präsenz von einem anderen Raum mitzuerkennen. Das heißt, wenn da Präsenz ist, ist automatisch hier Präsenz. Ich könnte jetzt den Touch Night Light mit einlernen, ich könnte halt den Touch aus dem Flur, also meinen ganz normalen Taster benutzen oder den Touch Pure Air aus dem Schlafzimmer. Und wir werden jetzt genau mal das machen, das heißt, wir werden den mal annehmen, wir werden den Touch Nightlight hier mit reinnehmen und den Bewegungsmelder hätte ich gerne, zeige ich euch aber gleich in dem anderen Baustein. Und wenn wir das jetzt hier hinzufügen, bedeutet das, dass jede Aktion auf diesem Gerät eine Präsenz triggert bzw. verlängert. Um zu verstehen, wie der ganze Baustein funktioniert, werden wir am besten erstmal wieder wie gewohnt in die Dokumentation schauen. Und da könnt ihr dann halt nachgucken, wenn ihr wirklich mal detaillierte Informationen zu diesem Baustein haben möchtet. Und uns interessieren jetzt erstmal nur die Eingänge und Ausgänge. Und hier ist es halt sehr interessant zu beobachten, dass halt zwei bzw. eigentlich drei Eingänge sehr, sehr interessant sind, mit denen man dann halt viele Sachen einfach machen kann. Das heißt, der erste ist IACT. Die Kurzbeschreibung sagt aktivieren. Das heißt, wenn eine Flanke da anliegt oder ein Signal anliegt oder sowas, dann wird eine Präsenz aktiviert. IACT hingegen sagt, dass solange ein Signal anliegt, wird die Präsenz verlängert. Das heißt, sie wird nicht aktiviert, aber verlängert. Und das kann durchaus interessant sein. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Bewegungsmelder habt oder so, ist es natürlich sinnvoll, den an IACT zu setzen, weil ihr dann halt die Präsenz aktivieren wollt. Und wenn ihr dann, weiß ich nicht, ein Fenster öffnet oder so oder den Herd bedient oder einen Taster drückt oder irgendwas, dann wollt ihr vielleicht auch die Präsenz aktivieren, aber im Normalfall sollte der Bewegungsmelder das halt schon erkennen und dann ist die Präsenz aktiv und ihr könnt dann über diese Aktion dann die Präsenz einfach verlängern. Das heißt, ihr sagt dem Baustein, Mensch, hier gab es gerade ein Signal auf Taster XY. Dieser Taster ist halt in dem Raum verbaut und deswegen kann ich jetzt sagen, die Präsenz wird einfach verlängert. Den Trigger verstehe ich so, das heißt, man kann einen Impuls oder ein Dauersignal anlegen. Das Dauersignal wird so ein bisschen ignoriert und ich denke, dass das intern in einem Impuls umgewandelt wird und dann im Prinzip eingeschaltet wird. Das heißt, wenn ein Dauereinsignal kommt, das können wir ja gleich mal testen, dann geht es aktiv und die Rest der Laufzeit wird dann einfach ignoriert und dann läuft ganz normal die Zeit runter. Und dann obligatorisch den R-Schalter gibt es halt. Man kann dann die Präsenz deaktivieren und sperren. Das kann halt auch interessant sein. Zum Beispiel, wenn ihr das Haus verlässt oder so, könnt ihr halt hier einfach an den R rangehen und könnt damit dann alle Präsenzen zurücksetzen. Kommen wir dann zu den Ausgängen. Das heißt, der erste ist der Präsenzstatus. Das ist ein kombinierter Präsenzausgang, der unterschiedliche Zahlen rausliefert.
und damit dann signalisiert, was eigentlich passiert. Das heißt, wenn wir hier mal raufklicken, sehen wir hier der kombinierte Präsenzausgang. 0 ist sozusagen aktiv, 1 wäre auch aktiv mit Bewegung oder 0 ist halt präsenzaktiv, 1 ist Bewegung aktiv und 2 wäre eine Ausschaltvorwarnung. Man kann das auch als Analogwert benutzen, das heißt, wenn man das Signal einfach woanders hinleitet, würde man 0 bekommen für keine Präsenz, 1 für Präsenz ist aktiv, 2 für Bewegung ist aktiv, 3 für Präsenz und Bewegung, 5 Präsenz und Ausschaltwarnung. Das kann halt durchaus interessant sein, um gewisse Logiken damit abzubilden. Dann gibt es halt den Ausgang für die Präsenz, das heißt, der sagt dann Präsenz aktiv, ja oder nein, das ist ein Digitalausgang. Dann gibt es Impulse für die Präsenz wurde gestartet, die Präsenz wurde beendet. Dann gibt es einen Ausgang für die aktuelle Präsenzdauer. Das ist dann wahrscheinlich auch einfach eine Zahl, die dir entweder in Sekunden oder Minuten dann anzeigt, wie lange die Präsenz aktiv ist. Und dann gibt es zusätzlich eine Ausschaltvorwarnung. Das ist ein Impuls vor Präsenzende. Den kann man individuell konfigurieren, also in wie viel Zeit der vor Ende ausgelöst wird. Und das kann halt durchaus interessant sein für Treppenbeleuchtung oder irgendwas. Und dann haben wir noch zwei Möglichkeiten zum Einstellen. Das eine ist die Nachlaufzeit, das heißt, wie lange soll der Baustein nachlaufen, wenn keine Präsenz oder Bewegung oder irgendwas mehr erkannt wird. Das ist ähnlich wie bei dem Lichtbaustein einfach. Und dann, wie eben erwähnt, gibt es hier T-Warn, das ist die Ausschaltwarnung. Das ist eine Zahl in Sekunden von 2 bis unendlich und der Standardwert ist halt hier auf 15. Das heißt, 15 Sekunden bevor die Präsenz deaktiviert wird, gibt es dann einen Impuls hinten raus. Genau, hier gibt es dann nochmal eine Beispielprogrammierung. Das heißt, man sieht, was hier alles irgendwie eingelernt werden kann und so weiter. Das ist ja mehr auch Tür- und Fensterkontakte von Luxon, die wir hier direkt anwählen können. Wenn ihr andere Kontakte habt, das zeige ich euch gleich mit den Sonoff-Geräten zum Beispiel, wie ihr die da rankommt. Und zusätzlich ist ganz geil, dass ihr eigentlich einstellen könnt, dass die Desktop-App, also die Luxon-App auf dem Computer, die Präsenzerkennung mit auslösen kann. Ihr könnt dazu in der App dann einfach hier unten bei Präsenz Detection oder halt in Deutsch dann Präsenzerkennung einstellen, wo der PC steht und ob der dann benutzt werden soll. Wenn ihr jetzt einen Laptop habt, den ihr in mehreren Räumen benutzt, dann könnt ihr hier auch sagen, dass ihr den in verschiedenen Räumen benutzt und dann kriegt ihr halt irgendwie eine Meldung oder so und müsst auswählen, wo der gerade ist, damit es dann halt funktioniert. Das können wir uns ja vielleicht auch gleich mal anschauen. Genau, hier unten gibt es halt ein Beispiel, da habt ihr eine Luxon-App dann, in dem Fall auf dem Windows, könnt ihr dann einfach sagen, in welchem Raum ihr gerade seid. Das geht halt relativ einfach und dann wird da die Präsenz aktiviert. Jetzt haben wir hier unsere Präsenzerkennung und können dann damit an eine Lichtsteuerung zum Beispiel, das heißt, wir können uns jetzt hier mal eine Lichtsteuerung reinziehen. Wir müssen jetzt da nichts anschließen, das macht ja irgendwie keinen Sinn gerade zum Testen. Und ziehen dann den einfach an P, wie das gewohnt ist, für die Präsenz. Und jetzt ist der Baustein mit der Präsenz verknüpft und es funktioniert. Ja, im Baustein von der Lichtsteuerung ist ja selbst eingestellt, dass wenn Bewegung erkannt wird, dass dann automatisch viel Licht ausgewählt wird. Das heißt, wir müssen ja eigentlich gar nichts einstellen. Zum Testen reicht es auf jeden Fall erstmal aus. So, dann schauen wir nochmal kurz hier in die Einstellungen auf der linken Seite. Das heißt, wir können hier nochmal sagen, wie viele Meldungen wir bekommen wollen, weil der Baustein an sich, der protokolliert die ganzen Meldungen, die reinkommen für die Präsenz. Das heißt, welcher Aktor das im Prinzip auslöst. Das kann halt sehr, sehr informativ sein, wenn ihr irgendwie auf der Fehlersuche seid oder so. Ihr habt dann, wie schon gesehen, die Nachlaufzeit in Sekunden. Ich würde das jetzt einfach mal zum Testen auf 20 setzen, dass wir jetzt nicht oder vielleicht auf 10 setzen, weil wir wollen ja testen, dann soll das halt relativ schnell gehen. Wir wollen ja nicht jetzt ewig warten. Und die Ausschaltverzögerung setze ich mal auf, sagen wir mal, 3 Sekunden. Das heißt, nach 7 Sekunden wird dann die Ausschaltwarnung aktiviert und das können wir uns dann auch einfach mal anschauen. So, ich habe dann währenddessen schon mal schnell hier den Bewegungsmelder Anthrazit hier reingenommen aus dem Schlafzimmer, habe den einfach im anderen Baustein deaktiviert, dass ich den hier auswählen kann, dass das ganze Szenario, was wir uns jetzt angucken, auch wirklich Sinn ergibt. Habe mir dann hier 3 Sachen reingezogen. Zum einen mein Telefon, das ist jetzt einfach nur der Connected, der sagt, ich bin mit dem WLAN verbunden. Das ist jetzt vielleicht nicht für jedes Szenario sinnvoll und ich zeige euch gleich mal ein Szenario, wo man dann per Raum das abprüfen kann. Das habe ich aber alles in dem anderen Video schon gezeigt, da gehen wir dann nur noch mal ganz schnell drüber.
Und dann kann ich das jetzt hier einfach benutzen und kann hier an EX gehen. Das heißt, wenn mein Telefon verbunden ist, ist dieser Präsenzbaustein oder dann wird halt die Präsenz verlängert, sofern sie aktiv ist. Und dann habe ich hier noch zwei Fensterkontakte. Das eine ist für Fensterkontakt auf, wenn das auf Kipp steht, das Fenster. Das andere auf offen. Dadurch, dass hier eine 1 anliegt, wenn der Zustand zutrifft, muss ich jetzt in einen Monoflop gehen, weil ich hier unten nur einen Impuls haben möchte. Das heißt, nur wenn ich das Fenster aufmache oder eventuell zumache, und beim Zumachen müssen wir dann einen weiteren, das zeige ich gleich, wollen wir ja, dass die Präsenz erkannt wird, weil nur weil das Fenster offen ist, soll ja nicht die Präsenz automatisch aktiv sein. Das ergibt ja wenig Sinn. Und jetzt gehen wir von hier in den Lernraum an EXT, von hier in den Lernraum an EXT und dann machen wir das Gleiche nochmal. Sage ich euch jetzt mal exemplarisch, mit denselben Baustellen jetzt einfach nochmal benutzen und dann halt wollen, dass wenn das Fenster von ein auf zugeht, gehen wir einfach hier ran, negieren den Eingang und dann wird das halt komplett invertiert und dann ist die 0 die 1. Das heißt, wenn das Fenster zugeht, kriegen wir wieder einen Impuls und zack, machen das gleiche Prinzip. Und jetzt, wenn ich das Fenster aufmache oder wenn ich das Fenster zumache, wird automatisch dann hier die Präsenz verlängert, weil ich dann weiß, ich bin in dem Raum. So, das heißt, wir speichern das jetzt alles mal in den Miniserver. Ja, natürlich wollen wir erstmal laden. Ich habe beim ersten Test jetzt irgendwie rausgefunden, dass das alles nicht so ganz cool ist und dass es viel cooler wäre, wenn wir jetzt hier mal mein Telefon nicht als Verlängerung, sondern als Aktivierung benutzen, dann kann man das ein bisschen besser zeigen, wie das funktioniert. Und ich hatte hier oben noch den falschen Wert genutzt. Ich muss natürlich den Kontaktwert benutzen, sonst macht das halt keinen Sinn, wenn ich die Batterie, die Prozent der Batterie benutze, dann ja, das ist ja sinnfrei. Jetzt ist es korrigiert. Wir speichern das jetzt nochmal in den Miniserver. Wenn wir dann in die App schauen, gehen wir mal in den Raum YouTube, sehen jetzt hier, dass hier unten die Präsenz aktiv ist. Das ist zum Debuggen natürlich total praktisch, wenn man das hier unten einfach drin hat und sich das immer angucken kann. Und man kann dann hier in die Message History reingehen, wer da die Präsenz erkannt hat. Sehr schön. Wir sehen jetzt hier, dass Nachrichten reinkommen. Das ist natürlich toll. Wir haben hier einmal eine Präsenz beendet vom Telefon wahrscheinlich. Haben jetzt hier die Präsenz erkannt vom Bewegungsmelder. Dadurch, dass er hier auf dem Schreibtisch liegt, jede kleine Bewegung von mir erkennt er natürlich. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht kann ich den mal wegdrehen oder so. Also ich habe den jetzt mal weggedreht, in der Hoffnung, dass er mich jetzt nicht mehr erkennt. Und dann sollte hier gleich die Präsenz beendet werden. So, und jetzt seht ihr, dass die Präsenz beendet wurde. Bei den Bewegungsmelder von Loxone ist es so, dass ihr tendenziell in dem Bewegungsmelder selbst was einstellen könnt. Wenn ihr den Bewegungsmelder aber mit dem Präsenzbaustein verknüpft, dann überschreibt der Präsenzbaustein das, was im Bewegungsmelder selbst hinterlegt ist. Das ist halt relativ cool, weil ihr dadurch relativ flexibel in einem Baustein alles kontrollieren könnt. Und wenn ihr dann mehrere Bewegungsmelder habt, haben die dann alle plötzlich dieselben Werte, was halt die Wartung und Konfiguration halt ein bisschen einfacher macht. Wenn ich dann jetzt mal mein Telefon einschalte, also vom WLAN, dann sollte eigentlich gleich kommen, dass hier Präsenz aktiviert wurde. Da ist es. Und ihr seht jetzt hier, dass mein Telefon sagt, hier die Präsenz wurde erkannt. Also mein Telefon hat jetzt die Präsenz ausgelöst. Und wenn ich das wieder ausmache, sollte eigentlich gleich die Präsenz beendet werden nach 10 Sekunden. Ja, aus irgendwelchen Gründen ist heute meine Präsenzerkennung ein bisschen träge und funktioniert nur halb. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Das muss ich mir mal anschauen. Jetzt ist es auf jeden Fall aus. Das habe ich jetzt gerade mal in der Live-View nachgeschaut. Hier ist jetzt der Wert aus. Das heißt, die Präsenz sollte gleich aus sein. Und da war sie aus. Jetzt hat der Bewegungsmelder wieder ausgelöst. Das ist natürlich sehr cool, weil ihr dann jetzt auch mal seht, wie das funktioniert, wenn der auslöst. Ich kann den jetzt mal hier auf mich wieder richten und dann sollte das funktionieren. Ich würde jetzt mal ganz kurz das Fenster aufmachen, um zu gucken, ob dann trotzdem was hier drin steht. Ich gehe aber davon aus, dass genau das nicht passiert. So, man sieht jetzt, dass zumindest die beiden Signale einen eingeliefert haben und dann über den Monoflop ging es dann hier raus an den Präsenz und hat es eigentlich verlängert. Hier sieht man jetzt aber am Baustein nicht, dass das verlängert wurde. Und wenn ich das gleich zumache, können wir jetzt mal in der Live-View schauen, müsste eigentlich der hier oben ausgelöst werden und auch die Präsenz verlängern, wenn ich das Fenster jetzt wieder zumache.
Und auch das hat jetzt erstmal funktioniert. Dann hatte ich ja gesagt, wollte ich euch noch schnell was zeigen, wie das mit dem Telefon gemacht ist. Ich habe das bei mir in den Raum zentral eingebaut. Das heißt, ich habe hier meinen Connected-Status, also ob das Gerät mit dem WLAN verbunden ist oder nicht. Und habe dann hier unten, der zweite ist der Access-Point-Name. Und ich kann dann hier drin sagen, wenn ich connected bin und mit dem Schlafzimmer-Access-Point verbunden bin, dann gebe ich halt hinten einfach eine 1 raus. Wenn ich eine 1, also connected bin und im Wohnzimmer, also mit der Dream Machine verbunden bin, bin ich halt im Wohnzimmer, Schrägstrich Küche, dann gebe ich halt eine 2 raus und habe dann hier hinten einfach einen Vergleich. Wenn ich eine 1 habe, dann ist der Merker aktiv. Wenn ich eine 2 habe, ist der Merker aktiv. Und den Merker benutze ich dann einfach, um zu entscheiden, in welchem Raum ich bin und ob ich dann da Präsenz habe oder nicht. Und im Schlafzimmer sieht man dann hier Präsenzbaustein, habe ich hier einfach mein Telefon und ich verlängere damit einfach die Präsenz. Ja, der Präsenzbaustein ist halt schon wirklich ein cooler Baustein, um sein Haus oder seine Automatisierung noch ein bisschen smarter zu machen, um zu erkennen, ob du halt da bist oder einfach nicht mehr. Ich muss sagen, ich kannte den Baustein vorher gar nicht. Ich habe halt auf YouTube einen Kommentar bekommen, Mensch, warum machst denn du das nicht mit dem Präsenzbaustein? Und habe mich dann kurzerhand mal hingesetzt, habe mir den Baustein angeguckt, wie der funktioniert, habe dann meine Logik schon vor einer ganzen Weile umgestellt und heute habt ihr dazu das Video bekommen. Und ich hoffe, dass auch dir dann das ein oder andere dir das vielleicht hilft, um deine Logik ein bisschen smarter zu machen. Dann hat sich das Videoformat geändert. Ihr habt bestimmt festgestellt, dass halt ein Teil des Videos einfach rausgefallen ist. Das habe ich jetzt nicht mehr gemacht, weil ich auch da Feedback bekommen habe von der Community, dass die Videos immer so lang sind, ob das nicht alles ein bisschen kürzer geht. Und das ist jetzt mal der Versuch dazu. Das heißt, deine Meinung dazu ist halt super interessant und wichtig, was dir besser gefällt, also die langen, ausführlichen Videos oder die kurzen. Also lass mir doch da mal eine Nachricht da und sag Bescheid, was du besser findest. Ihr kennt das Prinzip, es gibt den Discord-Community-Server, wo ihr beitreten könnt, wenn ihr mit mir reden wollt, mit anderen reden wollt, Fragen habt oder Support braucht, was auch immer. Ihr seid herzlich willkommen, da reinzuschauen und dann mit uns zu quatschen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ist das Einfachste, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, kriegt ihr eine Nachricht, wenn ich ein neues Video veröffentlicht habe. Und damit wünsche ich euch viel, viel Spaß bei dem, was ihr gerade so Schönes tut in der Welt. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.